Einen wunderschönen Montag zum Start der neuen Woche und einer neuen Ausgabe von Tram Sim München. Die letzte Folge ist 3 Monate her und da dachte ich mir, jo, jetzt kannst du nochmal nachlegen. Am 18. März, das war, glaube ich, wenn ich es mich recht besinne, Freitag, gab es ein kleines Update für Tramsim München. Das beinhaltet eigentlich nur Bugfixes, was jetzt Fahrzeuge und Ibis angeht. Und man munkelt, dass eine neue Linie verfügbar sein soll. Und zwar die 23, die wir gerade vor uns sehen. Ich muss mal kurz gucken. 23, also ich weiß auf jeden Fall, wir hatten die 28 und die 27. Und ich glaube, das war's. Ich kann mich jetzt wirklich nicht dran erinnern, ob wir die 23 schon hatten. Münchner Freiheit nach Schwabing Nord. Ich glaube, die ist neu. Ich möge zu glauben, dass die neu ist. Wir können mal reingucken. Wir haben es jetzt aktuell 17.20 Uhr. Jetzt 19, aber gleich 20. Da würden wir mal sagen, starten wir auch gleich um 17.20 Uhr, wenn ich jetzt gleich auf Spiel starten drücke. Oder obwohl, wir können ja jetzt schon auf Start drücken, das dauert ja ein bisschen. So Pi mal Daumen, 10, 20 Sekunden. Ja, okay, jetzt sind wir dann doch schon ein bisschen früher im Spiel, aber das ist dann halb so schlimm. Nach 3 Monaten muss ich mal gucken, ob ich noch die Steuerung so richtig drin habe. Ich kann nichts versprechen. Ich merke aber, der einfache Modus, ja. Die Tram hat schon ein bisschen was gemacht. So, müssen wir mal gucken hier. Wie war das nochmal? Fahrerstand, okay, das ist. Wie war das? Ich glaube, das war immer schon alles vorbereitet. Eins, selbst das hier ist schon vorbereitet. Okay. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich wieder nur losfahren. Gott, wie war die Steuerung? Warnblinker. Ah, okay. Ja, Weiche. Okay. Irgendwo war auch die Glocke. Irgendwo war auch die Glocke. Hallo? Irgendwo war hier auch die Glocke. Okay. Glocke Winnie. Hat, machen wir mal weg. Brauchen wir nicht. Ah, Scheiße. Wie war nochmal die Steuerung? den Hebel können wir noch gar nicht benutzen, weil. Ach du Heilige. Man merkt, das ist schon ein bisschen. Das ist verriegelt. Das ist gut. War das nicht so, als wir das irgendwie erst freigeben mussten? Oh, ich bin ein bisschen überfragt gerade, ehrlich gesagt. Das war die H-Bremse. Das war Daueröffnen. Das war. Ah, shit. Es ist halt ein bisschen. Verriegelt, entriegelt. Scheiße. Ich. Mal gucken. Bandit. Scheiße. Scheiße. Fahrtrichtung ist schon mal gut. Nee, das funktioniert auch nicht. Scheiße. Ah.
Ich muss mal kurz die Aufnahme kurz mal anhalten. Ich bin mal gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ich habe mir nochmal schnell das Video von damals angesehen und auch nochmal die Tutorialliste. Also nicht Tutorialliste, aber halt die Einstellung, Tastaturbelegung. Und es war tatsächlich mit Q, A und Y mittenfahren. Na gut. Hajo. Wuhan hat er gelegen, ne? Oh Mann. Aber jetzt geht's wieder. Ach, kick mal, wen wir da wieder haben. So, wie war das nochmal? Okay. Die wollen gar nichts zu uns. Dann können wir weiterfahren. Tö, auch nicht schlecht. Mal klingeln. Na gut. Wer nicht will, der hat schon, wa? Könnte man sagen. Oh Mann. Ich habe auch gesehen bei einem anderen YouTuber. Hoppala. Dass es jetzt wohl auch andere Skins geben soll für die Bahn. Das würde ich mir mal gerne angucken wollen. Ah, okay. Da war ja was. Jetzt, wo man wieder so drinne ist, dann hat man's, ne? Aber holla die Waldfee. Oh, nein. An die Albersstraße. Nee, die 23, die hatten wir schon gehabt. Die ist nicht neu. Die bin ich auch schon mal selber gefahren. Vor einiger Zeit. Das war auf jeden Fall nach der Aufnahme, weil ich schon mal gucken wollte, was man noch alles bringen kann. Nee, nee, die gab schon. Naja, dann machen wir halt. Zack. Heute mal die 23. Und da war die 27 auch schon hatten, würde ich da mal sagen. Fahren wir die 28 nächstes Mal. Da haben wir aber Glück gehabt. War noch grün. Die Ecke hier vorne, die Brücke, die sieht schön aus und alles. Aber da musst du echt aufpassen mit dem Fahren und Bremsen. Du musst Geschwindigkeit aufbauen, musst sie dann aber wieder rückkoppeln. Na? Oh, 40. Habe ich jetzt nicht gesehen.
weil dann ja auch schon die Haltestelle kommt. Siehst du da? Und die Bahn, die werden natürlich auch Gas geben. War schon eine ethische Balance, die du da finden musst. Um halt dein, naja, dein Fahrstil nicht dem einer Achterbahn gleichst. Aber alle Dude. Das ist alles schick. Alles schick. Warten wir nochmal ganz kurz. Hupala. Kommt mal alle rein in die gute Stube? Ich glaube, die will nicht mehr rein. Können wir aufschließen. Es ist zwar 17 Uhr durch, aber und ein bisschen frisch vielleicht, aber ein Schal bei den Temperaturen. Es waren 20 Grad. 20 Grad. Na gut, hier kann es auch anders sein, wa? Moin. Aber ein Schal bei den Temperaturen, bei 20 Grad. Uiuiui. Nee. So, zack. Wir wurden schon mal erkannt. Das ist gut. Wenn ihr unbedingt noch eine Folge Trams in Wien haben wollt, dann schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Ich habe gesehen, die Linie, die wir da hatten mit der alten Bahn, die kam relativ gut an. Auch die letzte Folge Trams in München, die hat doch schon recht gut Begeisterung ausgelöst. Da dachte ich mir, ja, war schon so lange her, da kannst du mal ein bisschen nachlegen, mal wieder. Wir sind auch ehrlich gesagt schon fast da. Hoppala. Jetzt. Wir sind auch schon fast da. Dann können wir auch die Rücktour noch mitmachen. Wir fahren natürlich wieder, wie ihr es schon gesehen habt, mit der R2.2. Theoretisch können wir auch hier mit der Wiener Flexity fahren. Wenn wir so lustig sind, können wir das auch, aber... ob das sinngemäß ist, weiß ich nicht. Ah, ja, jetzt kriegen wir rot. Da waren wir ein bisschen zu langsam. Alle Dude. Können wir ein bisschen ausrollen lassen. Ja, da guckst du, wa? Mit dem Handy in der Hand. Ja. 34 Tonnen sind das. Zu deinen 80 Kilo oder 70 Kilo oder 60 Kilo. Wenn die auf einem zugerollt kommen, im hohen Tempo... Na, dann hast du zweimal Geburtstag. Au, oh, alter Falter. Der schwarze SUV da hinten, der ist aber ganz schön auf Krawall gebürstet. Fußgänger überqueren die Straße. Boah. Ey. Runter vom Gleis, sag mal. Lebensmüde oder was? Potsdamer Straße. Komm, ich rolle noch. Gib mir grün. Nee. Okay. Wäre schon cool gewesen, wenn ich jetzt auch gleich grün bekommen hätte, aber man kann ja nicht alles haben, wa? Boah. Jetzt kommt grün. Oh Mann. Okay. Never mind. Jetzt müssen wir gleich aufpassen. Dann gleich fahren wir auch auf der Straße.
dafür stehen wir ja mit unserem Namen. Moin. Mal gucken, ob wir grün haben, aber nein. Gerade rot gewonnen. Das machen wir mal ein bisschen ausrollen. Vielleicht haben wir auch Glück. Oder auch nicht. Nee. Okay. Da hinten ist ja schon die Haltestelle. Und da ganz hinten, seht ihr das? Da hinten bei dem weißen Block. Ich weiß nicht, warum ich jetzt mit dem Finger zeige. Oh Mann. Da ganz hinten an der Straßenbahnstrecke. Da ist so ein weißer Block. So weiß und blau. So ein bisschen, weißt du? Da ist schon unsere Endhaltestelle. Die Münchner Freiheit. Und sofort, intuitiv, muss ich gleich an die Band denken. An Münchner Freiheit. Das schwarze Auto, der schwarze Mercedes, ist schon gleich in der Luft gesprungen. Der wusste gleich, was ich meinte. Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, ob es hier bei Tramse München auch einen Covid-Modus gibt. Also, huch. Weil bei Trams in Wien hast du auch die Möglichkeit, einen Covid-Modus anzumachen. Dann tragen sie überwiegend alle Masken. Das fetzt auch. Und dann hast du auch hier unten bei Ansage wiederholen. Nee, doch hier unten bei Sprechwunsch Sonderansage. Hier können wir zum Beispiel abspielen, dass sie Platz machen sollen, wenn Kinderwagen reinkommt. Dass der Kinderwagen auch genau dort hin kann zu seinem Platz, der für ihn angedacht ist. Ich glaube, eine Corona-Ansage gibt es hier nicht bei Trams in München, aber können sie eigentlich Oma machen, wäre eigentlich auch cool, wa? Also bei Trams in Wien gibt es. Da können wir ja, wenn wir wieder in Trams in Wien sind, auch den Covid-Modus mal machen. Wir haben Rot, wa? Ja. Wir haben Rot. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. Please. Achso, ja. Terminus. Please leave the train here. Typisch in Berlin. Oder, Terminus. Please leave the bus here. Please leave the tram here. Irgendwie so. Aber die Ansagen, die sind ja auch immer länger in Berlin. Das ist Wahnsinn. Da stehst du manchmal schon im Bahnhof und trotzdem spielt noch eine Ansage. Mit 3G und dann nochmal auf Englisch und dann kommt erst nächste Station. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass eine längere Station hast, bis die dann auch mal ausgesprochen ist. Und vielleicht auch noch XYZ beliebige Verbindungen hat. Ja, Prostmahlzeit. Gerade der Abstand zwischen Ostkreuz und Rummelsburg ist jetzt auch nicht gerade so groß. Da hat's gekracht. Der Tesla davor und der schwarze Mercedes oder was das war. Und wenn da so eine stundenlange Ansage kommt, ich weiß noch, wo sie da Ostkreuz schon ein bisschen im Remastered im Betrieb hatten. Und da kam diese ewige, etwaige Ansage mit Baumaßnahmen und dann noch auf Englisch damit Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42. 46 und so weiter. 46 weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber so in etwa. Und dann noch. Und zum Regionalverkehr. Und da stand es schon. Und da kommt schon im Bahnhof kommt auch schon die Ansage. Eingefahrener Zug auf Gleis 3, S3 nach Spandau. Und der Ingo Ruf ist dann noch nicht mal fertig mit den Ansagen oder der Englischsprachige, der es übernimmt. Naja. Jetzt fahren wir übrigens im Eiltempo wieder zurück nach Schwabing Nord. Wollte ich erstmal nur angemerkt haben.
Wir können ja schon mal Blinker setzen. Erkannt wurden wir komischerweise noch nicht. Oder ist das hier die Bus? Ampel? Hallo? Nee. Ach, warte mal. War das nicht sogar die Station, wo wir hier selber hantieren müssen? Ey, mach auf hier. Ich glaube, hier müssen wir selber hantieren. Komm ich nochmal raus? Scheiße, jetzt muss ich mal... Tut mir leid. Muss ich nochmal kurz gucken. Freie Kamera? Nee. Ach, eh. Okay. So. Jetzt müssen wir ja hier hinrennen. Einmal klicken. Und jetzt ganz schnell wieder zurück. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt mal ganz hier schnell wieder zurück. Genau. Der ist bestimmt bei Kirschgrün gefahren, der Idiot. Oh Mann. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also, bei der langen Ansage. Ja, ist rotet. Ich denke mal, wenn Corinna mal vorbei ist, dann sind die Ansagen natürlich auch wieder halbwegs normal. Ah, guck mal hier. Mercedes mit einem halben Peace-Zeichen. Oder mit einem Entenfuß. Aber Hauptsache beim Tesla, ne? Haben sie so gut wie das Logo original gelassen. Da vorne ist ein Seat, hier links. Das ist ein Seat. Tesla, Audi, Mercedes. Das ist bestimmt hier wieder ein Seat. Da kommt, das ist bestimmt ein Mondeo, Ford Mondeo oder Mazda. Fiat Punto, denke ich mal. Audi, Fiat oder Renault, Audi. Oh Mann. Na, da kickt er, wa? Kann an euch vorbeifahren. Kick mal da, der hat ein Kennzeichen mit MVG, der Münchner Verkehrsbetriebe. So, Freunde der Sonne, dann kommt mal rein hier. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ey, guck mal hier. Eine Shell-Tankstelle. Komischerweise, das ist normal geblieben. Okay. Very good, very nice. So, Türen schließen oder was? Zack. Und weiter jetzt. Ich bin mal am Überlegen, was ich noch so Schönes machen könnte. Wenn ich jetzt hier mit Ramsim fertig bin, mit dieser Aufnahme, muss ich mir mal jetzt oder danach mal Gedanken machen, was ich im Anschluss noch liefern möchte. Also jetzt haben wir ja Montag noch. Und ich denke mal, ihr werdet auch noch heute die Folge sehen. Ich bin ja bis 20 Uhr ja noch aktiv. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ah, oh, das passt ja. Müssen wir ja mal ein bisschen Gas geben hier. 50 dürfen wir bestimmt. Ja, 50. Ah, da war eine Druckplatte. Habt ihr die gesehen? Da war eine Druckplatte, die dann Moin erkannt hat, ob der jetzt in eine Bahn kommt oder nicht. Oh. Jetzt hat der Kollege mal geklingelt im Vorbeifahren. Ich kenne die Bedeutung davon. Na, warum die Straßenbahnen immer einander klingeln, wenn sie vorbeifahren. Na, wenn das auch wisst, ich sage es mal nicht. Schreib es mal unten in die Kommentare. Ich kann auch vielleicht, wenn ich es hinkriege, eine Abstimmung machen. Die stehen mir hier gerade ein bisschen
zu nah an der Straßenbahn. Ich hab Angst, dass ich da jetzt da ihn mitnehme. Ich kann ja mal gucken, ob ich da Nullstellungszwang. Oh, ach ja. Ah, das ist mir nicht geheuer. Ich fahre mal nur mit 5 km/h. Dann kann eigentlich nichts passieren. Weil ich das schon mal hatte. Kollision mit Fußgänger. Das muss ich nicht unbedingt haben. Da, wir wurden erkannt. Von der Druckplatte. Geradeaus wollen wir nicht. Wir sind ja kein Bus. Ah, wir können trotzdem auch rumfahren. Auch wenn geradeaus noch ist. Okay. Schwabinger Tor. Ah. Schwabinger Tor. Very good, very nice. Bitteschön, kommt rein. Uiuiui. Der hat aber auch schon eine krumme Haltung durch sein Telefon. Naja. Muss er wissen. Kommen Sie nei. Bringen Sie Glück mit nei. Ein bisschen Glück. Okay. Zack. Wir können ja gerne auch noch mal mit anderen Wetterkonditionen fahren, Verhältnissen, ne? Also hier mit Schnee, Regen. Mit, keine Ahnung, was gibt's noch? Bei Nacht, bei Abend, bei frühen Morgen. Dann auch noch mal mit verschiedenen Wetterverhältnissen. Können wir alles machen. Ich kann mir auch mal selber einen Kopf machen, was wir machen. Aber wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, dann, ne? Wisst ihr ja, was da zu machen habt. Wenn er genau das sehen wollt, ne? Genau die Sache, die ich machen soll. Unten rein in die Kommentare und dann, wie er mich kennt, versuche ich es dann auch so schnell wie möglich und überhaupt auch möglich zu machen. Ich muss es halt nur wissen, ne? Ich mache mir selber einen Kopf, gucke, was kommt denn jetzt gerade so gut an, was könnte man machen? Was würden sie sich wünschen, was wieder kommen soll? Hui! Hey! Hey! Oh! Hui! Oh, oh. Nein, 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 nein! Feuchtstoff! Feuchtstoff, Marianne! Hoppala! Und dann noch Nullstellungszwang. Eieiei. Wenn da jetzt ein Kollege hinter gewesen wäre. Den hätte man mit ihm. Ach, guck mal, wer da kommt. Moin. Jetzt habe ich geklingelt. Aha. Oh, bisschen abbremsen. Ein ganz kleines bisschen. Wir wurden erkannt. Und können rüber. Ich lasse es aber auch nur ausrollen. Denn da hinten kommt ja auch schon die Haltestelle. Zack. Ganz bequem abbremsen, ganz normal. Tada, oh, jetzt war es schon ein bisschen zu viel. Rollen lassen. Okay, das war... schon gruselig, aber auch irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob er das auch gesehen hat. Aber der eine Fahrgast, der stand da genau hier an dem Fenster und hat reingeguckt. Doch als ich dann auch geguckt habe, hat er dann weggeguckt. Na, jetzt habe ich vergessen, nach links zu gucken. Huch. Das war... gruselig, aber auch irgendwie lustig zugleich. Oh Mann. Aus dem Weg.
Jetzt kommt die Bimmel. Die Bimmelbahn. Schon mal leicht abbremsen, denn da hinten kommt ja schon die Haltestelle. Ja, so ist gut. So ist gut. Genau. Und das war wieder zu viel, wa? Des Guten. Oh Mann. Schönen guten Tag, die Fahrscheine zur Kontrolle bereit machen, bitte. Was meinst du, wie sie dann alle durch die Scheiben springen? Bei dem Satz. Nullstellungswang, ja. Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen motiviert. Könnte man sagen. Vielleicht übermotiviert. Wir sind schon wieder da. Wir sind schon an der Endstation. Schwabing Nord. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Da sind wir schon. Schwabing Nord. Ja. War eine kurze Runde, würde ich mal sagen. Zack. Gut. Wenn sie hier alle ausgestiegen sind, würde ich auch schon sagen, war es das dann für heute? Ich gucke dann, was ich noch so hinterherbringen könnte. Das Video, das danach kommt, nach dem hier. Würde aber nicht mehr heute kommen. Ich würde es schon mal fertig machen. Schon mal hochladen lassen, aber einen anderen Veröffentlichungszeitpunkt festlegen. Zum Beispiel, wenn ich gerade auf Arbeit bin, kriegt ihr dann ein neues Video. So können wir das eigentlich immer machen. Ihr kriegt ein neues Video, ich bin arbeiten. Alle gut. Gut, würde ich mal sagen, schließen wir mal auch hier die Türen und dann verabschiede ich mich dann auch. Zack, machen wir hier mal zu. Gehabt euch wohl, macht euch einen schönen Restmontag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.